Hallo Leute und herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! Legacy Sea of the Duelist. Ich spiele gerade erst gedownloadet und geholt. Und ihr habt ja vorher schon gesehen, dass ich ein bisschen Yu-Gi-Oh!-süssig bin mit Yu-Gi-Oh! Duel Links. Aber nun spielen wir ein tolles Spiel, nämlich Legacy of the Duelist. Und hier können wir einfach alle Storylines von Yu-Gi-Oh! Nochmal durchspielen. Ja, jedes einzelne. GX, 5Ds, Dexel, beziehungsweise ZL, das heißt eigentlich Seal, aber das X ist einmal drin, warum auch immer, und dann noch Arc 5. Nein. Naja. Fangen wir an mit dem Tutorial. Da die Yu-Gi-Oh! Geschichten. Die Geschichte von Yu-Gi-Moto beginnt in der Domino High School, wo Duel Monsters, das heißeste Kartenspiel der Welt, der letzte Schrei war. Yugi war der beste Duellant und sein Freund Joey wollte unbedingt lernen, wie man sich duelliert. Also, unsere Geschichte von Yugimoto beginnt, wie Yugi seinen Freundin Joey, wie auch Tia und Tristan die Regeln von Duel Monsters beibringt. Hey, Joey, alles ist Joey, bist du dran? Hm? Oh, ist der nicht süß, wenn er nachdenkt. Hey, Tristan, Yugi, ihr bringt mir bei, wie man Duel Monsters spielt. Trolling Monsters, Duel Monsters und Dummkopf. Sie machen das schon seit Stunden. Joey fängt an, das Spiel zu verstehen. Aber Yugi ist ein Experte. Okay, Yugi, Zeit für ein Duell. Muda Grizzly. Let's do it. Wow, was für ein ergreifendes Intro. Ein Eid kann sicher einige Stadt sehen. Grüß dich, Duelland. Ich bin Inf. Wie Infirmate. Teil des Virtual-Spiel-Simulators. Ich wurde programmiert, die richtige Duel-Regel und Best Praktiken zu beibringen. Also fangen wir an und gehen über die Grundlagen. Ja, die Grundlagen. Lame. Okay, welche muss ich beschwören? Ja, ich kann das Spiel ganz erklären. Oh, ich soll. Jetzt ist jetzt. Na gut. Also, man hat hier. Ihr seht. Monster, Zauber. Ein Monster, weil wir. Es gibt noch einen Kartentyp, beziehungsweise es gibt viel mehr Kartentypen. Aber noch einen wichtigen Kartentyp haben wir noch nicht. Beziehungsweise sehen wir noch nicht. Und nun ja, Monster kann man halt beschwören. Einmal pro Zug gibt halt entweder Angriff oder Verteidigungspunkte, je nachdem, was für einen Wert man hat. Also nimmt, welche Position man nimmt. Dessen Wert wird hier oben auch genommen. Aber. Ja. Okay, mehr gleich schnell nicht. Wissen wir jetzt, wie Monster erstmal kurz funktionieren. Monster in Angriffsposition können angreifen. Monster in Verteidigungsposition können nicht angreifen. Und hier ist schon die dritte Art. Die Fresse, nämlich die Fallen. Wenn ein Monster angreift und den Kampf verliert, dann kriegt erstmal derjenige, der den Kampf verloren hat, Schaden in Höhe der Differenz von den beiden. Und wenn ein Angriffsmonster in Monster Verteidigungsposition angreift, wird keins zerstört, aber wenn ein Angriffsmonster angreift, dann wird es dann wird einer von denen mit den schwächeren Angriffen zerstört. Beziehungsweise in Verteidigung wird es nur zerstört, wenn die Verteidigungen geringer sind als der Angriff. Also, anders passiert halt nichts. Nun ja, nun soll ich Wanderers Mutes aktivieren. Wanderers Mutes ist eine Zauberkarte, die. Ja. Die unten platziert werden. Die sind halt. So, können halt sofort aktiviert werden. Und Fallenkarten müssen als erstes verdeckt gesetzt werden und können dann erst im gegnerischen Zug. Was denn? Warum sollen wir die in Angriffsposition setzen? Achso. Ja. So, das sind normale Monster, die haben keine wirklichen Effekte. Und diese mehr grauen Monster sind halt Effektmonster, die eben halt eine besondere Fähigkeit haben. Und man kann eben halt nur Monster von einer Stufe 0 bis 4 eben halt hier. 0 bis 4, es gibt kein Monster von 0. Doch, die neuen Monster, die linke Monster, die gibt es in dem Spiel noch gar nicht. Monster eben halt von Stufe 1 bis 8 hat den Maulminxe. Der kann eben halt
jederzeit beschworen werden, beziehungsweise nicht jederzeit, man kann nur ein Monster dazu beschwören, außer über eine Spezialbeschwörung. Ja. Und Monster darüber brauchen Tribut. 5, 6 brauchen mindestens ein Tribut. Es gibt manche Effekte, die, wo man es auch 2 opfern kann. Und da gibt es und 7, 8 und höher müssen halt eben der 2 opfern. Ja. Bannersmodus ist eine permanente Zauberkarte, das bedeutet, die bleibt viermal bestehen. Normalerweise landen sie dann sofort auf dem Friedhof, nachdem der Effekt ausgelöst wird. Und permanenten Zauberkarten bleiben halt ganz bestehen. Und die hat den Effekt, dass Monster während meiner eigenen Battle-Phase 200 ATK dazu bekommen. Und dann machen wir nochmal 150 Schaden. Und nochmal 1500 durch den direkten Angriff. Man kann nämlich auch direkt angreifen. Und die Links und die LP bestehen mehr für Lebenspunkte. Nun ja, man sieht hier in der Mitte die einzelnen Phasen. Die Draw Phase, die Standby Phase, die Main Phase 1, die Battle Phase, die Main Phase 2 und die Endphase. In der Draw Phase sieht man eben halt nur. In der Standby Phase werden bestimmte Effekte aktiviert. In der Main Phase 1 kann man halt seinen ganz normalen Zug machen. In der Battle Phase kann man angreifen. In der Main Phase 2 hat man eben halt nochmal ein bisschen Zeit, Sachen zu machen. Und in der Endphase ist eben halt das Ende vom Zug und dann ist der Gegner sofort danach dran. In der Endphase werden eben halt auch manchmal Effekte aktiviert. So, nun machen wir eine Tributbeschwörung. Ja. Aber warum sollen wir den opfern, wenn wir auch den opfern können? Das verstehe ich nicht. Das ist doch super dumm. Nun zeigen wir ihm halt Effekt. Sein Effekt ist, dass wir eine Zauberkarte zerstören können und dafür ihm halt. Also eine permanente Zauberkarte steht es also sogar. Und dann eine Zauberkarte zerstören können. Und dadurch ihm halt ein Monster zerstören können. Auf der gegnerischen Seite und dann einfach eine Karte. Und die Monster. Und das war's. Und mit Ruf der Gejagd kann man halt ein Monster vom Friedhof eben halt schwören. Und gerade machen wir eine Chain. Beziehungsweise Kette. Ketten werden eben halt andersrum ausgelöst. Wobei mir am Anfang die Verwirrung war, aber als ich dann herausgefunden habe, wie es am Ende funktioniert mit den Ketten, super easy. Oh, wir haben jetzt schon gewonnen, cool. Direktor Attacku! Ach, was? Eine Karte, so mächtig wisch mich falsch aus. Wow, du stinkst in den Spiel, Joey. Du warst gut, Joey. Ich habe nur bessere Karten. Mein Großvater besitzt ein Spielgeschäft und ich bekomme all meine besten Karten von ihm. Dein eigenes Spielgeschäft? Worauf warten wir? Lass uns gehen. Okay, vielleicht kann ich sogar meinen Großvater dazu bringen, uns diese super seltene Karte zu zeigen, die er hat. Sie ahnten nicht, dass jemand das Gespräch mithörte. Jemand, der nach einer seltenen Karte suchte, um sie zu seiner Sammlung zu fügen. It's Koiwa. Das Herz der Karten. An diesem Nachmittag, Yugi und seine Freunde gingen zum Großvaters Spielgeschäft. Yugi wollte seinen Freunden seinen Großvaters weltvollsten Besitz zeigen. Großvater, könntest du meinen Freunden deine fantastisch super seltene Karte zeigen? Seltene Karte? Du meinst meine spezielle Karte? Bitte, bitte. Haha, wie kann ich mich weigern? Ihr Kinder habt Glück, ich nehme diese Karten nicht so oft raus. Bereit? Hier ist es. Der bläuige weiße Drache. So selten, so mächtig. Ich lasse ihn nie aus meinen Händen. Diese Karte ist unbezahlbar. Es gibt nur 4 von ihnen in der ganzen Welt. Plötzlich rannte ihr Mitschüler in das Geschäft. Sein Name war Seto Koiwa, der junge Geschäftsführer der Kaiba Corporation. Er hatte die Karte gefunden, nach der er gesucht hatte. Nenne den Preis für deinen bläuigen. Ich kann alles, wonach du fragst, zahlen. Ich bin sicher, du könntest, aber diese Karte ist für mich mehr wert als alles, was du mir jemals bieten könntest. Senile alter Narr. Koiwa stimmte aus Großvaters Geschäft. Das Team war verwirrt von Koiwas Besessenheit mit dem bläuigen weißen Drachen. Am nächsten Tag, als Yugi mit seinen Freunden zurück in das Geschäft kam, war sein Großvater schon. Als das Telefon klingelte, war es Koiwa auf der anderen Leitung, spottend Yugi, dass er seinen Großvater entführte und brachte ihn zur Kaiba Corporation.
Yugi und seine Freunde eilten zu Kuiper Corporation und fanden Großvater besiegt liegend auf dem Boden. Großvater, alles in Ordnung? Yugi, ich scheiterte. Ich wollte diesen jungen Kuiper eine Lektion über das Herz der Karten unterteilen, aber ich verlor. Großvater, wie geht es den alten Herrn, hä? Kuiper, du Widerling, was hast du mit ihm gemacht? Wir hatten ein Duell, das ist alles, wo jeder von uns seine wertvollste Karte als Preis setzte. Aber ich glaube, gegen einen Champion zu spielen, ist einfach zu viel Stimulation für den alten Narren. Kuiper, du solltest dich schämen. Schau dir den süßen Preis an, den ich gewonnen habe.
Und schneiden. Käuber hielt die blauigen weißen Trachtkarte hoch und riss ihn in zwei Hälften. Großvater, das fällst du. Wer ist denn das? Der blauige weiße Drache ist eine seltene und mächtige Karte. Und er wird nie gegen mich verwendet werden. Mein blauiger weißer Schatz. Drache, mein Schatz. Großvater, halte durch. Wie könntest du nur so etwas tun? Yugi, nimm das. Hey, Großvater. Ich habe dieses Deck gebaut. Ich legte meine Seele in diese Karten. Und ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß, Yugi. Nimm meine Karten und lehre Käuber Respekt für das Herz der Karten zu haben. Okay, Großvater, das mache ich. Bist du bereit zu spielen, Kümmerling? Spielzeit ist vorbei, Käuber. Käuber war überrascht, wo Yugis plötzliche Transformation erschien, als wäre er ein anderer Mensch geworden. Als wäre er mehr selbstbewusst und stärker als zuvor. Käuber, bereite dich vor, denn es ist Zeit für ein Duell. Der gute alte Stein. Uts. Zweiter. Käuber, glaube doch endlich mal ans Herz der Karten. Zwei Exodia Pieces. Nice. Käuber. Deine langweiligen Strategien können mich nicht besiegen. Sogar drei, geil. Monster Osetto. Ah, wie Käuber. Verstehst du? Das war ein Witz. Tarnendo. Oh, scheiß Kampfochse. Da wird mein Monster plätten. Das war sogar ein Wand der Illusion. Wand der Illusion ist eine der behindertsten Karten ganz Spiel. Rat auf der Underdog. Warum ist jetzt so? Ich beende meinen Zug. Käuber. Rat dich bereit zu verlieren. Auch wenn es nicht gerade sehr gut aussieht. Verdammt, er hat ein Monster-Tribut beschworen. Oh nein, noch weitere 1000 Schaden. Oder auch nicht, weil er dumm ist. Ich aktiviere Top der Gear. Ich setze ein Monster in verdeckte Verteidigungsposition. Und beende mein Zug. Wie so ein richtiger Spasti. Oh oh. Ist das hier ein Prank? Ja. Du wurdest gebracht, geprankt. Oh. Verdammt. Was soll denn der Scheiß? Swords of Revealing Light. Käuber, ich beende meinen Zug. Oh verdammt, Käuber. Was soll denn das? Käuber? Ich aktiviere meine permanente Zauberkarte. Yeah. Oh yeah. Ich aktiviere schwarzes Loch. Und beschwöre wieder Kobold. In Angriffsmodus. Und greife dich direkt an. Du hast keine Chance. Denn ich glaube an. Verdammt. Du hast die einzige Karte, die mich aufhalten kann. Angriff annullieren. Na gut. Ich beende meinen Zug. Käuber. Du hast keine Chance. Weil ich glaube ans Herz der Karten. Letztes Unterlegenen. Unterstütze mich. Gut. Ich opfere mein Monster und beschwöre herbeigerufene Totenkopf. Oder hat er dadurch ein Achievement? Nice. Angriff. Herbeigerufener Totenkopf. Greift sein verdecktes Monster an. Verdammt. Nicht schon wieder einen Angriff annullieren. Damit hast du jetzt noch einmal einen Deck.
Und ich wette, die hast du auch bereits in der Hand, weil du ein Cheater bist. Oder auch nicht, Kolber. Kolber, ich werde dich besiegen. Mit meinem Kuribo. Denn ich aktiviere verrätische Schwerter. Oh yeah. Angriff. Herbeigerufener Totenkopf. Greif seinen Aquamador an. Ich beende meinen Zug. Kolber. Ich weiß, ich bin richtig erotisch. Aber lass dich nicht verwöhnen. Von meiner Erotik. Denn ich aktiviere Schwarzloch. Herbeigerufener Totenkopf. Direkter Angriff. Schnitz. Ich beende meinen Zug. Verdammt, ich muss eine Karte abwerfen. Tschüss, niemand braucht dich, wilder Käser. Oh nein, du hast Topf der Gier. Aber was tut es? Ich weiß es nicht. Na gut, Käufer, ich bin dran. Ich aktiviere Herzesunterlegenen. Oh, my precious money. Ich aktiviere Schwarzes Loch. Dadurch aktiviert sich sein ganzer Effekt und ich kann mir eine Karte von meinem Deck auf die Hand holen. Und damit habe ich jetzt alle 5 Exodia-Teile auf der Hand. Und damit gewinne ich das Duell. Verboten. Du spielst nur mit Macht, Käuber. Deshalb hast du verloren. Aber wenn du dein Herz ins Spiel setzt, gibt es nichts, was du nicht tun kannst. Die Ereignisse des Duells verbreiten sich schnell und ein mysteriöser, einäugiger Mann bekommt die Siegsnachricht von Yugis. Ohoho, es scheint, als ob Käuberjunge in einem Duell besiegt wurde. Ich muss mehr über diesen Yugimoto erfahren. Day. Müll. Die unbesiegbare Riesenmutter. Nach seinem Sieg gegen Seto Koiba war Yugi verwirrt, ein Paket von Maximilian Pegasus, den Schöpfer von Duelmonster, zu halten. In der Box war ein Videoband. Yugi legte die Kassette in den Videorekorder und Pegasus' Gesicht taute auf dem Fernsehbildschirm auf. Grüße, kleiner Yugi. Ich bin Maximilian Pegasus. Ich habe ein paar furchtbar interessante Dinge über dich gehört. Dein eindrucksvoller Sieg über Seto Koiba faszinierte mich so sehr, dass ich beschlossen habe, deine erstaunliche Duellierfähigkeit persönlich zu untersuchen. Hier und jetzt werden wir ein besonderes Duell halten. Plötzlich erstattete eine seltsame und geheimnisvolle Magie die Zeit, sodass niemand sich bewegen konnte, außer Yugi. Diese dunkle Dimension, in der wir uns befinden, ist als Schattenreich bekannt. Ein mystischer Ort, an dem unglaubliche Monster beschworen werden können und das Unmögliche daraus möglich ist. Sag mir, Yugi, glaubst du es mit Magie in den Karten? Weißt du es denn nicht? Du hast dieses Spiel erfunden. Was ist, wenn ich dir sage, dass ich das nicht habe? Hä? In antiken Zeiten nannte die Ägypter es das Spiel des Schatten, das Schattenspiel. Starke Pharaonen würden mystische Duelle in einer anderen Dimension halten, so wie wir es jetzt tun. Doch statt Karten kämpften sie mit echten Monstern und echter Magie. Die magischen Kräften waren so mächtig, dass die Ägypter die Kontrolle über sie verloren und fast die ganze Welt zerstörte. Das ist eine gute Geschichte, aber diese Monster können nicht echt sein. Diese Monster sind sehr echt und auch sehr gefährlich, Yugi Boy. Du bist wirklich sehr unterhaltsam. Dein finster Blick und Grinsen, so trotzig und auch hilflos und so völlig unwissend von der Kraft deines Millennium-Puzzles. Yugi sah nach unten auf das Millennium-Puzzle, das er um den Hals trug. Die Kraft von meinem Puzzle? Vor 5000 Jahren schloss ein mächtiger Pharao die Magie des Schattenspiels in 7 mystische Millennium-Gegenstände. 7 Gegenstände? Du sagst, dass mein Puzzle eins von ihnen ist? Ja, und es hat mystische Energien in sich verschlossene Magie, die dein Leben für immer verändern könnten, wenn du nur wüsstest, wie man sie entfesselt. Als die beiden sich duellierten, schien es so, als ob Pegasus jede Bewegung von Yugi wüsste, bevor er es tat. Trotz dieses Nachteils versammelte Yugi all seine Fähigkeiten und hatte fast gewonnen. Aber Yugi lief die Zeit davon, als das Zeitlimit überschritten wurde. Ich habe das Master in Silence Shot gesehen, Yugi. Und wenn wir uns das nächste Mal duellieren,
wenn wir viel deutlich höhere Einsätze spielen. Ich bin fertig mit deinen Spielchen. Zitze. Du vermutest, dass ich dir einen Wahl in die Sache gebe. Aber mach ich nicht. Ich besitze auch eins der 7 Millenniumsgegenstände, das allmächtige Millennium-Auge. Ein Millennium-Auge? Das ist richtig, Yugi-Boy. Ich werde dir die wahre Ausmaß seiner Magie zeigen. Ich habe festgestellt, dass mit diesem richtigen Einrad jeder zum Spielen gebracht werden kann. Die Macht des Millennium-Auge attackierte und stahl Großvaters Seele. Yugi konnte nur einsitzend zusehen. Yugi! Großvater! Wir werden es wieder duellieren, Yugi. Wie sonst willst du die Seele deines Großvaters zurückgewinnen? Yugi hatte keine andere Wahl, als an Yugis, als an Pegasus Duel des Kingdom Turnier teilzunehmen, damit er seinen Großvater Seele zurückbekommen konnte. Beim Duel des Kingdom wurde jedem Duellant 2 Sternchips gegeben, der einsetzen konnte, um gegen einen anderen Duellanten auf der Insel zu kämpfen. Wer auch immer 10 Sternchips gewonnen hatte, enthielt Eintritt zu den Turnierfinalen, wo sie für den Hauptpreis von 3 Millionen Dollar und die Chance, sich mit gegen Pegasus duellieren zu können würden. Für sein erstes Duell musste Yugi gern hinterhältigen Weevil Underwood antreten, ein Duellant, mit dem er ein bisschen Geschichte hatte. Während der Fahrt mit dem Schiff zu Daedalus Kingdom nahm Weevil Yugis kostbare Exodia-Karten und warf sie in den Ozean. Also, als Yugi Weevil auf der Insel sah, jagte er ihm nach in den Wald. Herzlich willkommen, sagte die Spinne zur Fliege. Du flugst direkt in meine Falle. Es ist halt, dass du für deine Zerstörung meiner Exodia-Karten bezahlst, Weevil. Kannst du nicht die Vergangenheit ruhen lassen? Weevil, es ist Zeit, um herauszufinden, ob du so gut in Duellieren bist, wie du im Weglaufen bist. Bin ich einfach weggelaufen? Oder habe ich dich geschickt in mein Netz gelockt? Zeit für ein Duell. Weevil. Stein. Verdammt. Er hat meine geheime Taktik herausgefunden. Wie soll ich jetzt nur noch gewinnen? Verdammt. Er hat mich schon wieder outplayed. Ich hasse es, Sester zu sein. Nee, die Hand ist eigentlich gar nicht mal so scheiße. Wie am Anfang. Ist jetzt ein Monster verdeckt. Weevil, ich beende meinen Zug. Du bist dran. Du Spinne. Oh nein, ich höre das Insekt. Insekt. Skr. Du bist direkt in meine Falle getappt. Ist jetzt eine Karte verdeckt. Und beschwöre Mammutfriedhof. Danach aktiviere ich die Spielfeldzauberkarte. Ödland. Und greife mit Mammutfriedhof dein heulendes Insekt an. Verdammt, Herkuleskäfer. Soll ich die nur abwehren? Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Weevil. Landform, willst du nicht etwa? Oh nein, nicht Wald. Wie konntest du nur? Verdammt. Oh nein. Ich aktiviere meine verdeckte Karte. Spiegelcraft. Die Noob-Karte schlägt hin. Und besitzt ein Monster verdeckt. Okay. Das sehe ich ein. Ich aktiviere elegante Wohltäterin. Dadurch habe ich jetzt 3 Karten ziehen und das Monster von 2 abwerfen. Ich werfe die und die ab. Danach opfere ich beide meine Monster und beschwöre Gaia, zorniger Ritter im Angriffsmodus. Ja. Und riss es mit 2-mal Horn des Einhorns aus. Übrigens, Horn des Einhorns ist eine Ausrüstungskarte, die kann man einem Monster anschießen und dann erhält sie jeweils Effekte, die auf der Karte steht. Angriff, ich greife mit Gaia Sonniger Ritter dein verdecktes Monster an. Kamakariman. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Weevil. Aber glaub nicht, dass ich so lange zurückhalten werde. Und deinen verdeckten Monster kannst du nichts ausrichten. Ich greife an. Mit Gaia Zorniger Ritter. Deine kleine Motte ist nichts wie meine Skills. Ich beende meinen Zug. Weevil,
weißt du, wirst du Duell verlieren. Aber mach dir nichts draus. Jeder verliert gegen den großen Yami-Yugi. Deshalb schwöre ich jetzt Biberkrieger im Angriffsmodus. Ich greife an. Los, Geier, Sonja, da greifst du ein verdecktes Monster an. Biberkrieger, direkter Angriff. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Weevil. Verdammt, nicht Cookie Bohrer. Nein, wie konntest du nur unsere beiden Monster zerstören, sodass ich jetzt direkt angreifen kann? Verdammt. Los, Geier, Sonny Götter, direkter Angriff. 3700 Schaden. Die hast du verdient, Weevil. Wer so einen schlechten Zug macht, hat nichts anderes verdient. Wenn ich jetzt ein relativ starkes Monster sehe, ist es vorbei. Ich sehe. Ich setze ein Monster verdeckt und greife mit geierzorniger Räder dein Monster an. Nein, nicht perfekt ultimative große Motte. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Weevil. Okay, du hast es so gewollt. Ich sehe. Oh yeah. Bitch. Beschwöre Gefüge der Festungswächter im Angriffsmodus. Und nun, Flippbeschwörung, mystische Elfe. Ich greife mit Gaia-Zornigeretter dein verdecktes Monster an. Und mit Gefüge der Festungswächter Nummer 1 und mystische Elfe dich direkt an. Das Duell ist nun vorbei. Es ist vorbei, ich hab gewonnen. Nein, unmöglich, meine Motte ist unschlagbar. Die Harpier. Yugi war nicht der einzige Duelland, der motiviert war, das Turnier für einen geliebten Menschen zu gewinnen. Obwohl er ein Neuling-Duelland war, hatte Joey seine eigenen Kunden zu gewinnen. Seine Schwester, Serenity. Ich werde besserer Champion für Serenities Willen. Sie zählt immer auf mich. Selbst als wir noch Kinder waren. Ich werde dieses Turnier und das Preisgeld gewinnen. Ich werde sicherstellen, dass dein Augenlicht nicht verlieren wirst. Durch die Zahlung für deine Operation. Ich verspreche es. Dieser nachdenkliche Moment wurde unsanft gebrochen, als Joe und seine Freunde jemanden lachen hörten und anderer Dulan verspottet. Nur einen Katzensprung entfernt. Eine Stimme so nervig könnte nur zu Mai gehören. Auch wenn ich eigentlich von dieser Person noch nie was gehört habe. Das Team traf Mai Valentine auf das Boot zum Duelskinde. Für einen manipulativ, egozentrischen Duellanten, die den unheimlichen Fähigkeiten hatten, immer zu wissen, welche Karten sie jetzt nicht ziehen würde. Hey Yugi, laufen deine Duelle gut? Ich denke, ich bin selbst zu einem Duell bereit. Also mach dich bereit, weil du entscheiden musst, dich herauszufordern, Joey. Was? Du forderst mich heraus? Hast du Mut zu akzeptieren? Ich nehme an, lass uns duellieren. Mach dich bereit zu verlieren, du Bitch. Eigentlich bin ich die Bitch, aber naja, vergiss es. Stein, der gute alte Stein. So, die Harpien Deck ist ein relativ nerviges Deck. Bzw. nicht nervig, aber... Joey ist hat ein schlechtes Deck, sagen wir mal so. Oh nein. Ist das ein Prank? Wie kann ich nur? My Valentine. Ich werde dich besiegen. Ich sehe. Jawohl. Ich aktiviere es. Topf der Gier. Was auch immer diese Karte macht. Ich weiß es nicht. Was ist denn mein nächster Deck? Ich setze eine Karte für den. Und danach gebe ich Spielverzauberkarte Gaia Kraft. Alter, das Erde sieht richtig aus wie Wind. Na egal. Ich beschwöre nun Axtreue bei einem Angriffsmodus. Axt!
Ich greife mit Axträuber deinen Monster an. Danach beende ich meinen Schuck. Du bist my Valentine. Oh nein. Nein! Nein, alter Mann. Nein! Ich will nicht. Ich beschwöre Goyi Cookie. Mangel des Mordors. Danach halt dein Maul, Festkunde mit Kette. Und Axträuber dein Felix Monster an. Alter. Das ist nervig. Danach mit Goyi Cookie. Dich direkt. Ich beende meinen Zug. Warum muss B gedrückt halten? Blutzerstörer. Oh nein. Was? Nee. Nee. Ich beschwöre einen weiteren 1-3 meiner Angriffsmodus. Danach gehe ich in die Battle-Phase. Greift mit Axträuber dein Monster an. Danach mit meinem weiteren Axträuber dich direkt. Und danach mit Koji Koki dich direkt. Du Whore. Ja, der hab sie gegeben, Bitch. Du bist dran. Oh oh. Verdammt. Oh nein. Sie hätte ihre gefürchtete Combo gemacht. Nein. Nein. Why? Ich denke mir nur why. Gut. Das war eine gefährliche Kombination gemacht. Aber ich aktiviere Gaia Craft. Und greife mit Axträuber deine Harpien-Schwestern an. Ich beende meinen Schuck. Hätte ja beinahe gefährlich werden können. Verdammt, nicht noch eine. Nee. Damit. Ich hier. Ich aktiviere die Nuke-Karte. Rein, und beschwöre Babykrache im Angriffsmodus. Los, Babytarret. Jagdangriff. Beende das Duell. Oh oh. Verdammt. Goddammit. How could this happen to me? Ooh. Why? Ich beende meinen Zug. Verdammt. Oh oh. Ich glaube, das haben wir verloren. Aber ich aktiviere Schild und Schwert. Dann wenn es die Angriff- und Verteidigungspunkte einer Monster getauscht. Danach beschwöre ich Zerstörer Golem in Angriffsmodus. Und greife mit Zerstörer Golem deine Harpia an. Den Herpes an. Und beende meinen Schuck. Nee. Keine Chance. Nee.
Nee. Nee. Arnlucky. Und das Duell machen wir noch. Das werden wir bestimmt schaffen, irgendwann in 100 Jahren. Verdammt. Wieder als erstes. Das sieht schon mal besser aus. Beschwöre Kampfochse im Angriffsmodus. Und ich beende meinen Zug. Du bist dran. Why? Berg. Oh nein. Why? Ich aktiviere. Auf der Gehe. Tausendneunhundert. Ist jetzt ein Mannschaft verdeckt? Verdammt, ich beende meinen Schuck. Ich aktiviere schwarze Schnorch. Putsch. Und nun beschwöre ich den allmächtigen Zerstörer Golem. Und greife dich direkt an. Oh, Zerstörer Golem. Seriously? That's some lame bullshit. Come on. I just destroyed your monsters. You fucking cheating bitch. Damn it. Okay, ich aktiviere Schild und Nähe. Dann beschwöre ich Axträuber. Mankes-Modus. Und greife deine HP direkt an. Ich näher mich zu. Keine Karte, ich brauche. Nur beschwöre ich Axträuber in Angriffsmodus. Los, Axträuber, greif den Monster an. Axträuber, greif den fertigen Monster an. Ich spende meinen Schub. Ja. Die Karte ist schlecht. Bei meinem Feld. Beschwöre Jerry Soldatenbohnenmann. Los, Jerry, direkt Angriff. Ne. Los, Axträuber, direkt Angriff. Und nun Axträuber, direkt Angriff. Ne. Hast keine Chance gegen meinen nur unbesiegbaren Axträuber. Und Axträuber und Jerry. Oh. Why have you done that? I don't get it. You will lose anyway, because I'm Zorilla. And I'm absolutely flawless. Wait, no, that's not me.
Jerry, Angriff. Und nun mein Axträubern. Direkter Angriff. Ja. Schlitz. Gewonnen. Wie konnte ich jemals gegen solchen einen Amateur verlieren? Mei, ich habe dir versucht zu sagen, dass es mehr gibt in Duellmontag, als den anderen Typen in den Hintern zu treten. Wenn du jemals ein nächster Champion sein willst, musst du lernen, über jemand anderen als nur dich selbst zu sorgen. Skrr. Und das war's mit der ersten Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Fiendest. Tschüss. Viel Spaß dies.